Gemeinsam mit Japans Premierminister Shinzo Abe hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die CeBIT 2017 bei der Welcome Night in Hannover feierlich eröffnet. Hochrangige Gäste aus Politik, Industrie und Medien nahmen an dem Festakt teil. In ihrer Rede betonte Kanzlerin Merkel die große Bedeutung der CeBIT als internationaler Treiber für Innovationen und wirtschaftliche Zusammenarbeit weltweit. Auf jeden Fall werden wir hier erleben, dass vieles Realität ist, was wir früher unter Science Fiction gesehen haben. Und deshalb glaube ich, dass diese CeBIT ihre Wirkung entfalten wird. Und in Zeiten, wo wir über freien Handel, offene Grenzen, demokratische Werte mit vielen streiten müssen, ist es ein gutes Zeichen, dass Japan und Deutschland darüber nicht streiten, sondern dass sie zum Wohle der Menschen die Zukunft gestalten. Herzlichen Dank und eine gute CeBIT. Das diesjährige CeBIT-Partnerland Japan präsentierte sich auch bei der Welcome Night innovativ und einfallsreich. Premierminister Abe unterstrich in seiner Rede die großen Ähnlichkeiten zwischen Deutschland und Japan. Zwischen Japan und Deutschland gibt es viele Gemeinsamkeiten. Beispielsweise, dass es in Deutschland wie in Japan die kleinen Unternehmen sind, die die Innovationen schultern. Und das ist eine bemerkenswerte Gemeinsamkeit. Während ihres traditionellen Rundgangs am ersten Messetag eröffnete Bundeskanzlerin Merkel zusammen mit Premierminister Abe den japanischen Stand. 118 Unternehmen aus Japan präsentieren auf der CeBIT ihre Neuheiten, unter anderem aus dem Bereich Robotik. Die CeBIT 2017 steht ganz im Zeichen der Digitalisierung zum Anfassen und macht anhand konkreter Anwendungsbeispiele die Technik erlebbar. Über 3000 Aussteller aus 70 Ländern präsentieren in Hannover unter dem Motto "The Economy No Limits" 5 Tage lang die Zukunft der Informationstechnik.